Wollen heißt können. Die Flüchtlingsunterkunft in Innichen ist ein gutes Beispiel dafür. Dort wurden um die 30 Flüchtlinge aufgenommen und in die Gemeinschaft integriert. Alle haben eine Arbeit gefunden. Ausgehend vom Gipfeltreffen zum Thema Flüchtlinge letzte Woche in Innsbruck hat auch Landeshauptmann Arno Kompatscher mit Zahlen belegt, dass die Zuwanderung auch in Südtirol abgenommen hat. Die Politik der letzten Monate und Jahre fängt an, Früchte zu tragen. In Südtirol haben wir insgesamt anwesend Asylwerber 1370. Also das ist nicht die Zahl, die letztes Jahr gekommen ist, sondern das sind die Zahl, die insgesamt in Südtirol anwesend sind, in all den Jahren jetzt. Das sind die Personen, die als Asylwerber in den verschiedenen Rechtssituationen in Südtirol anwesend sind. Davon sind 120 Jugendliche. Das sind 19,5% weniger als 2017, also die Zahl ist zurückgegangen, der Personen insgesamt, die sich in Südtirol aufhalten. Die Landesregierung hat in diesen Tagen einen Wettbewerb für die internationale Mobilität von Forschern und Forscherinnen veröffentlicht. Für die Forscher an Einrichtungen in Südtirol und außerhalb stehen in den nächsten 3 Jahren 880.000 Euro zur Verfügung. Wir können das so quasi als kleines Südtiroler Erasmus-Programm für Forscher bezeichnen. Das ist jetzt nicht das europäische Erasmus-Programm, aber wir in Südtirol machen das also auch noch einmal für uns. Das ist heute genehmigt worden, dieser Wettbewerb, mit den Mitteln, die zur Verfügung gestellt werden, weil wir überzeugt sind, dass das eben insgesamt dem Braindrain entgegenwirkt, auch die Möglichkeit birgt, innovative, kreative Köpfe im Land zu behalten, hier attraktive Möglichkeiten zu bieten. Um am Wettbewerb teilnehmen zu können, muss ein Forschungsprojekt vorgelegt werden. Die Aufenthalte können zwischen 6 und 24 Monate dauern. Die Forschungsinstitutionen erhalten Zuschüsse zwischen 40 und 170.000 Euro, je nachdem, wie lang der Aufenthalt der Forscher dauert. Sobald der Wettbewerb im Amtsblatt veröffentlicht ist, werden dessen Details auch auf der Website der Landesabteilung Innovation, Forschung und Universität ersichtlich sein.